Guten Morgen. Ja, wir haben Mäuse geschenkt bekommen. Hier. Alles voll mit Mäusen wieder. So viele. Ja. Mit so einer? Eine Doppelmaus. Ich weiß nicht. Ja, das ist dicke Backen. Wieso, was denn los? Na, wir wussten nicht, wo du fragst. Das ist doch Schwachsinn. Ich wusste es. Sagst du Tschüss? Sag Tschüss, Papa. Tschüss, Mama. Godzilla. Tschüss, Mama. Na komm. Ach, naja, wir fahren mal zur Schule, ne? Hauptsache, ich hab dich gefunden. So sieht's aus. Müller hat eh eine Tonne zu wenig abgeholt. Ist auch egal. Das sind wir jetzt nicht. Guck mal, ich komm gleich. Wer hat der Mario, wo die Kinder bei euch waren? Ja. Die Kleine oder? Hallo? Ach so, die Große, ja? Ja. Oh. Wie alt wird die Welt machen? Acht. Acht ist schon. Ja. Berlin. Die Zeit war geht, wa? Berliner Bestatter vertauscht Leichen. Mein Vater wurde aus Versehen eingeäschert. Das wäre der Titel, sorry. Mensch, der Papa hat ja neu erlebt, der wurde aus Versehen. Ich wollte das alle, du warst nicht alle zu hier. Ja. Versehentlich verbrannt. Jetzt haben sie eine ganze Fullerstraße hinten ausgeräubert. Die ganze Straße haben sie jetzt dann wieder aufgeräubert, die Polizei. Wieso, was haben sie? Haben dafür wieder einen Wettenladen aufgeräumt, dass wir... Haben sie arabische Großfamilie, haben sie wieder alle abgewischt. Da war ja gestern wieder Großfamilie. Ach hier, da steht es ja auch. Wieder Razzia gegen Großfamilie. Ja, ja. Seite 5. Nach 13 Jahren hat man die gestohlenen Pumps von Judy Garland aus dem Zauberer von Ost gefunden. Echt? 8 Jahre. Das ist echt geil. Ich möchte immer 8 Jahre werden, Thomas. Ja. Der ist die Nacht wieder rumgerannt. Thomas, der hat Balken geholt und Bretter geholt. Gestern Abend sagt er, heute na los, die Sonne ist ein bisschen noch zu früh. Aber gut, mach deins und dann sehen wir uns später. Bis dann, Wolfgang. Ciao. Mein Schädel brummt. Hier, die Lampe ist abgebrochen. Das ist die erste Reparatur heute. Die eigentlich noch von gestern ist, also noch von gestern übrig geblieben. Das natürlich mal schnell machen, bevor jetzt die ganzen Leute kommen mit neuen Reparaturen. Ja, also ich habe mich sehr gefreut gestern über das Paket. Kathleen, danke an dich. Also wirklich toll. Ich probiere mal was aus hier mit der Lampe. Die ist ja abgebrochen, so wie alle Lampen hier. Aber hier ist ja noch ein bisschen Fleisch. Vielleicht kriegt man da irgendwas dran. Weil der Halter ist auch sehr dünn. Ist ja nur ein Versuch. Kommt ja eh auf den Schrott, denn das ist ja das Problem. Ne? Also insofern kann man da nur gewinnen. Was haltet dann davon? Wenn man das einfach so dadurch bohrt nochmal und das probiert da ranzusetzen. Also man muss ein bisschen den Bügel aufweiten und dann nimmt man natürlich, man bohrt nicht weiter auf, sondern man nimmt eine dünne Schraube. Jetzt braucht man nur noch eine Mutter dafür, weil das ist das Spielzeug eigentlich. Und schwupps haben wir die Lampe repariert. Haltet dann davon. Haltet dann davon? Was haltet dann davon? Daumen nach oben. Oh, hallo, Feuer frei. Lampenrecycling, ist doch geil. Funktioniert sie noch? Ja. Tausendmal besser als Neukuchen. Hier machen wir alles neu.
Moin. Schön. Super. Repariert. Oh, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass jetzt gerade, dass ich fertig bin, dass ich durch bin mit allen Reparaturen. Oh, mein Schädel tut total weh. Ich sag mir warum. Das ist so schlimm, ey. Wenigstens eben kann ich es erzählen, der Kamera. Sonst hört ja keiner zu. Jetzt werde ich mal gucken, ob oben irgendwo ein Brötchen liegt. Dann werde ich mal ein Brötchen essen und was trinken. Ich mache mal draußen sauber. Ein bisschen. Das ist der Grund, warum ich keine Zahnschlüsse empfehle. Da ich jetzt gerade beim Saubermachen draußen gefunden. Stift abgerissen. Genau an der Stelle reißt es halt raus. Tatsächlich. Das ist nicht wirklich gehärtet. Das ist Schrott. Also hier. Sieht aus, als wurde eventuell wurde was benutzt, ein Knebel oder so, aber eigentlich geht das so ohne weiteres. Klack. Und dann reißt es raus und das war's. Das ist nicht gut. Also deswegen sind Zahnschlösser nicht zu empfehlen, ne? Weil die Stifte sind nicht gehärtet, die brechen leicht, das Material ist sehr spröde. Und habt ihr ja gesehen. Das habe ich jetzt draußen beim Saubermachen gefunden. In den Fahrradständern. Guck, ob sie ihn da meldet, ob er ihm hört. Ich rufe mich weiter aus. Oh, sieht schön eigentlich. Wenn nichts passiert, ist auch mal schön. Auch mal ein schön, wenn nichts passiert. Oh, ich bin gerade hier im Sessel eingeknickt. Oh, ist das schlimm. Aus dem Bett. Beine sind wackelig. Ach. Ach, Mensch, morgen ist die Bootstag, muss ich verzeihen. Mann, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich zugemacht. Jetzt ist es 14.39 Uhr. Jetzt haben wir den ersten Auftrag. Oh, da hätte ich mich ausschlafen können noch ein bisschen. Scheiße. Gut. Egal. Platter Reifen. Da ist gerade erst ein neuer Schlauch hingekommen, hat sie gesagt. Wann war denn das? Vor 3 Monaten. Ah ja. Tja, Berlin. Das ist so. Ne? In Berlin ist das halt so. Ja. Also anstrengend ist es riesig. Ich hab, du weißt ja, ich hab, der meckert mit mir rum. Ich hab den Wurzeln haben alle schuld. Das
Pinz hier rein, ganz ehrlich gesagt. Ich mache hier da, denn ich dann ist fremde Straße nach unten so ein Ding. Ja. Und der wird es ohne gemacht. Ich mache das auf der Tor. Und ich kann nicht ohne mit Tommy. Ich kann nicht meine Knochen. Ich bin auch keine 30 mehr. Ich bin schon ganz nervös. Ja, 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 mach mal. Geh mal hin da mit deinem Hämmer im Wegelchen. So schön. Naja, wir gucken jetzt immer, wie es aussieht hier, Wolfgang. Aber vorher, nachher. Vorher, nachher Video. Fantastisch. Wunderbar. Hier ist der Alex. Einmal durch die Rotze. Sehr gut. Und dann schauen wir nachher nochmal. Mama, ich war ein Video gucken. Okay. Hier auf der Großbaustelle, Potsdamer Platz. Tiefbau. Hochbau, Tiefbau, Mittelbau. Nochmal bitte, was das hier? Kieselsteine klauen. Da beim böhmischen Dorf, die haben da so ein Beet, das sie nie benutzen, das sind voller Kieselsteine. Ich finde, die sollten auch mal was dazu beitragen. Böhmischen Dorf? Warte mal, wo ist denn das? Hier Sander. Geh doch mal hin da, klau doch mal Kieselsteine. Klau doch mal Kieselsteine. Jetzt gehst du da hin. Klaue jetzt mal Kieselsteine. Du klaust jetzt Kieselsteine. Ein bisschen Gangster-Style. Ja, hier ist so der Gangster. Ein bisschen Gangster muss schon sein hier, abgangstern. Oder? Nee. Kieselsteine klauen. Kieselsteine klauen. Wo denn? Wo gibt's die denn? Böhmische Dorf. Böhmische Dorf, die haben so einen fetten Topf vor der Tür. Da habe ich schon mal eine Tasche mitgenommen. Ach, machen wir gleich. Noch mal, bitte? Ich habe das schon mal geklaut. Ja. Hey. Habe ich selber noch sind, machst du die aber schon, ja? Ich bin wieder da. Feinperlig. Gute Alte, diese natürliche Kohlensäure ist geil, oder? Ist nicht so fett. Oder? Unglaublich so. Ich hole den Auftrag hin. Es ist übrigens gleich Feierabend. Es ist 18.42 Uhr. Naja, es ist nicht gleich Feierabend. Es ist also 19 Uhr gleich. Ich habe schon 2 Stunden. Also jetzt hier im platter Reifen, so spannend, dass ich die Reparatur einfach mal mitfilme. Ja, ich habe eigentlich ja keinen Bock mehr, das mitzufilmen. Weil platte Reifen hängen mir zum Halse raus. Ach, der ist zerstochen. Scheiße, Mann, der ist zerstochen, der Reifen. Habt ihr das gesehen? Hier. Da hat den habe ich hier reingehackt mit dem Messer. Da, zack, klatscht. Scheiße, das geht natürlich nicht. Na, ich gucke mal, was ich da machen kann. So, ich bin fertig mit dem Auftrag. Weil hier ist ein wunderschöner Einschnitt drin, Einstich. Ich bin so müde, ey. Ich muss sofort ins Bett fallen. Definitiv. Geil ist, morgen kann ich... Ja, schlafen kann ich ohne, aber ich kann aufstehen, Anouk zur Schule bringen, dann kurz mich hinsetzen, ein Brötchen essen. Nee, kann ich nicht. Ach, oh, scheiße. Wie mache ich denn das? Hallo? Ja, bitte? Mr. Müller? Ja? Wir
viele Probleme. Ja, ich auch. Ich auch, ich auch. Eine Katastrophe. Guten Tag, der Herr. Moin. Na, lange nicht mehr gesehen. Ja, seid ja weg, ne? Ja, das kommen wir nicht so oft. Also ich bin ab und an mal noch in der Ecke. Magst du? Ach, dein Beispiel magst du? This one is not a bike, it's something like this. So we had discovered the problem. Ja, aber der muss doch passen. Der passt doch. Was macht ihr denn da? Nicht gepasst. So. Hier, so, like this. You in the way with the back wheel. Ah, Italiener. Italiener. Das ist Italiener. Ja, genau. Ja, aber das ist no Brasilien. Das ist Italien. Sehr herrlich. Soll ich runter, oder? Ich komme hoch. Gehen ja Gott sei Dank noch ein paar Räder weg am Abend hier, damit ich ein bisschen leerer werde. Das ist ja Wahnsinn, wie voll das hier war. Alles voll gebombt mit Zeug. Ja, und die Röhre nimmt wieder Form an hier. Wir fangen an. Wir sparen jetzt von hier unten los. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie lange das dauert. Ich meine, ich habe ja angefangen irgendwie 2 Tage nach dem Zählstand, also sprich diese Woche. Ich räum rein. Habt ihr was gegessen wenigstens? Ja, ich habe eine große Schüssel, ist ja noch was übrig geblieben, da kann er ja essen. Da. Pommes frites hat mir jemand, der was ich habe, Pommes frites, alles da, so eine Stange gekriegt, da, Tee gekriegt und ein Zelda und ja. Ich nehme kein Geld ab davon, ich will ja kein Geld haben. Nee. Und der Geld geben und alles, sagt, nee, geht das nicht, ach. Hat er mir mal gesagt, aber das macht niemand so weiter wie im Laden. Wie im Laden, da weiß ich. Ja, die haben jetzt viele Uhr die Woche. Ach so, und jetzt macht er Baumscheiben. Oh Gott. Ja. Am Montag waren da die vorerst, und am Montag, Dienstag, da waren die Möbel aussuchen da, hier im Laden da. Ja, hat's jetzt. Ja, weiß ich nicht, gestern Weg und gestern waren, hier am Morgen, hatte die Woche Urlaub, Montag fangen sie wohl wieder richtig an zu arbeiten. Ja, dann machen wir hier auch mal Urlaub, wir machen Tschüss. Morgen ist Kindergeburtstag und dann sehen wir uns übermorgen wieder am Samstag. Ja, dann sehen wir. Also bis dann. Ciao. Mal sehen, weiter.